Lieber Michael Kretschmer, lieber Thomas de Maizière, Herr Tagungsvorsitzender, lieber Alexander Dirks, lieber Landtagspräsident Matthias Rösler, meine beiden verehrten Vorgänger, lieber Georg und lieber Kurt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste. Es sind nun fast 10 Jahre vergangen, als mich unsere, die Sächsische Union, zum Landesvorsitzenden gewählt hat. Heute werde ich nicht mehr erneut für dieses Amt kandidieren. Sie können es mir glauben, diese Entscheidung ist mir wahrlich nicht leicht gefallen. Ich habe es und empfinde es immer noch als eine große Ehre, Landesvorsitzender der Sächsischen Union gewesen zu sein zu dürfen. Und es hat mir eine große Freude gemacht, mit allen von Ihnen, mit den unzähligen Mitgliedern unserer Partei, gemeinsam für unser Land zu arbeiten, gemeinsam Verantwortung für unser Land zu tragen. Ich möchte mich bei allen bedanken, bei Ihnen allen, die mich bei dieser Aufgabe als Landesvorsitzender unterstützt haben, stellvertretend für alle bei meinem Ortsverband, bei meinem Kreisverband, bei dem Team der Landesgeschäftsstelle, bei meinem Generalsekretär Michael Kretschmer, bei der Landtagsfraktion und deren Vorsitzenden, meinen Stellvertretern in der Partei, bei den Ministern in der Union, die mich gemeinsam auch im Kabinett unterstützt haben bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung und bei vielen, vielen Unzähligen, die immer wieder mir und uns zur Seite gestanden haben. Herzlichen Dank. Von Beginn meiner politischen Arbeit an habe ich mich danach gerichtet, was wichtig und was richtig für Sachsen ist und welchen Beitrag ich dazu leisten kann. Und ich habe mich auch gefragt, was ist in der aktuellen Lage nach der Bundestagswahl und vor der Landtagswahl das Beste für unser Land und für unsere Partei? Was muss jetzt geschehen, wenn klar war nach dem desaströsen Bundestagswahlergebnis, ein Weiter-so darf es in keinem Fall geben? Ich habe die Frage an mich gerichtet, welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Und in den Tagen nach der für uns bitteren und so enttäuschenden Bundestagswahl habe ich viel Zuspruch erhalten. Zuspruch durch Mitglieder der Partei, aber auch durch Mitbürger aus dem Freistaat Sachsen. Dafür und für die offenen und auch konstruktiven Gespräche bin ich allen dankbar. Mir ist aber auch klar geworden, dass es weniger darum ging, was andere zur Stärkung der christdemokratischen Politik beitragen können, wie mit einer großen gemeinsamen Kraftanstrengung die jetzigen Herausforderungen im Freistaat Sachsen angegangen werden können. Nein, oft endeten die Gespräche mit einem erwartungsvollen »Du musst jetzt, du schaffst das schon«. Und ich spürte, die Erwartungen und Anforderungen an mich waren sehr groß. Nach 9 Jahren im Europäischen Parlament, nach 9 Jahren als Staatsminister und nach 9 Jahren als Ministerpräsident dieses wunderbaren Landes kam ich zu der Überzeugung, es ist jetzt Zeit für einen Generationswechsel. Unser Land braucht eine frische, tatkräftige und ideenreiche Führung, um Sachsen in eine gute Zukunft führen zu können. Und nachdem ich für mich die Entscheidung getroffen hatte, ging es um 2 Dinge. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wer kann als nächstes die Verantwortung übernehmen? Mir war und ist es wichtig, dabei einen geordneten Übergang zu ermöglichen. Wir alle hier haben Erfahrungen gesammelt und wir kennen die Entwicklung in den anderen Landesverbänden, wo das bei Weitem nicht gelungen ist. Als die Heimatpartei der Sachsen und in der Verantwortung vor uns selbst sind wir verpflichtet, geschlossen und glaubwürdig diesen Wechsel auch zu gestalten. Der richtige Zeitpunkt war für mich daher klar. Ich muss mich vor diesem Landesparteitag erklären, denn hier steht eine Neuwahl des Landesvorstandes und des Landesvorsitzenden an. Ich habe das Gespräch mit Michael Kretschmer gesucht und ich weiß, dass, und vielleicht ahnen Sie es, aufhören ist gewiss nicht einfach, aber auch anzufangen ist schwer. Vor allem, wenn man die Verantwortung und die Last des Amtes kennt. Und ich bin Michael und seiner Familie sehr, sehr dankbar. Denn beide müssen diese Entscheidung tragen.
dass er nach reiflicher Prüfung und Überlegung meiner Bitte gefolgt ist, als mein Nachfolger heute hier auf diesen Landesparteitag anzutreten. Herzlichen Dank, Michael, für diese Entscheidung. Er hat es damit ermöglicht, dass es einen geordneten Übergang geben kann, dass ich einen Vorschlag machen konnte. Ich bin Frank Kupfer und Thomas de Maizière für die in der Zeit ratgebenden Gespräche für die Zustimmung und Unterstützung dankbar. Ich habe mich gefreut, als das Präsidium unserer Partei einstimmig nach unseren Gesprächen unserem Vorschlag gefolgt ist. Auch das ist nicht selbstverständlich, auch dafür nochmals danke. Seit dem 18. Oktober sind nun 7 Wochen vergangen. In diesen Wochen hat Michael in unserer Landtagsfraktion, in zahlreichen Kreisverbänden und Ortsverbänden unserer Partei und überall im Land viele Gespräche geführt, um seine Ideen, um sein Verständnis von guter Politik von Sachsen erklären zu können. Und die Rückäußerungen aus den Kreis- und Ortsverbänden, aber auch von Bürgern dieses Landes sagen mir, es ist ihm gelungen, schon jetzt viel Vertrauen für sich, für seine Person einzuwerben. Und ich bin mir dessen gewiss, dieses Vertrauen wird, wenn er dann im Amt ist, noch weiter anwachsen. Uns beiden vor allem aber eines wichtig. Wir machen einen Vorschlag. Das Präsidium, der Landesvorstand, die Entscheidung aber, die trifft unsere Partei und am Mittwoch die Koalition, wenn es um das Amt des Ministerpräsidenten geht, im Landtag. Ich bin aber überzeugt, dass der Vorschlag Michael Kretschmer, dass er bereit und in der Lage ist, die Verantwortung für den Landesvorsitz und für das Amt des Ministerpräsidenten zu tragen, dass dieser Vorschlag trägt und richtig ist. Nun liegt es an uns allen, den begonnenen, den hoffentlich geordneten Übergang erfolgreich abzuschließen. Denn das, liebe Freunde, ist die Voraussetzung dafür, dass wir in der Koalition weiter gut für unser Land arbeiten können, aber vor allem, dass sich die Sächsische Union eine gute Ausgangsbasis für den Landtagswahlkampf 2019 schafft. Wahlkampf, das heißt, einen Plan für Sachsen vorzulegen, und Michael Kretschmer hat diesen Plan. Wahlkampf heißt aber auch, Rechenschaft über Geleistetes abzulegen. Das schulde ich Ihnen, das schulde ich meiner Partei, wenn ich heute die Führung abgebe. Und jeder weiß, jede Bilanz hat ihre 2 Seiten. Vieles ist gelungen und einiges eben auch nicht. Das meiste habe ich oder haben wir richtig gemacht, aber Fehler sind genauso mir wie uns passiert. Und in 27 Jahren politischer Führung haben wir auch Entscheidungen getroffen, habe ich persönliche Entscheidungen getroffen, die wir korrigieren müssen. Das haben wir begonnen und eine neue Führung wird weiter konsequent nachjustieren, wo es für die Menschen und das Land wichtig ist. Aber in Summe, liebe Freunde, in Summe können wir sagen, Sachsen steht heute besser da als vor 10 Jahren und wir haben uns eine beeindruckende Zukunftsperspektive, wir haben uns hervorragende Zukunftschancen erarbeitet. Und deshalb ärgert es mich sehr, wenn von Sachsen ein sehr einseitiges Bild gezeichnet wird. Dabei wird von einigen ein ganzes Land und was viel schlimmer ist, die Leistung der übergroßen Mehrheit der Sachsen in den Dreck gezogen. Die schrecklichen Ausschreitungen gegenüber Flüchtlingen, Flüchtlingshelfern, der Hass und die Wut, die über zu viele Plätze halte, die gefühlte Gleichgültigkeit von vielen, das hat mich wütend gemacht und das beschämt mich. Die vielen, zu vielen Ereignisse bleiben die Taten einer Minderheit. Das sind, weiß Gott, nicht alle Sachsen. Das ist nicht unser Sachsen. Es gibt ein ganz anderes Bild von Sachsen und da wünsche ich mir, dass auch darüber berichtet wird. Mit einer gestärkten Polizei und Justiz, mit Dialogen, mit einer Verbesserung der Demokratiebildung, mit neuen Maßnahmen und Vorschlägen für eine konsequente Asyl- und Sicherheitspolitik
haben wir auf solche Ausschreitungen, die wir erleben mussten, reagiert. Das Bild, das von Sachsen gezeichnet wurde, ist aber, liebe Freunde, weitestgehend unverständigt. Es geht darum, welche Positionen sich im medialen Mainstream wiederfinden. Und da haben wir zu viele Debatten eine Schlagseite bekommen. Es muss um eine angemessene und ausgewogene Berichterstattung auch über unseren Freistaat Sachsen gehen. Beim Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vor wenigen Tagen ist mir berichtet worden, selbst von Medienvertretern, dass andere Medien nach den ersten Terminen aus dem Freistaat Sachsen wieder abgereist waren, weil es eben die erhofften Störungen oder die erhofften Wutbürger bei der Begrüßung des Bundespräsidenten in Sachsen nicht gegeben hat. Liebe Freunde, Sachsen ist ein Land mit einer starken Mitte, die stolz auf das sein kann, was sie seit 1990 und gerade auch im zurückliegenden Jahrzehnt geleistet hat. Wie die Menschen in diesem Land, wie die Sachsen dieses Land vorangebracht haben, darauf sollten wir stolz sein. Und so ziehe ich durchaus eine positive Bilanz, denn die Erfolge sind auch mit unserer Politik in den letzten 27 Jahren verbunden. Eins der schönsten Bekenntnisse zu unserer Heimat, zu unserem Freistaat Sachsen und auch Ausdruck der Zukunftsfreude ist die gestiegene Geburtenrate in unserem Land. Wir liegen mittlerweile seit Jahren damit an der Spitze aller Bundesländer in Deutschland. Es werden im Vergleich zu 2008 heute 2000 Kinder mehr pro Jahr geboren. Das heißt, jeden Tag erblicken 100 kleine sächsische Kinder wieder das Licht der Welt. Und ich glaube, das ist ein schönes Bekenntnis auch zu unserem Freistaat. Für mich ist daraus die Botschaft klar: Man kann in Sachsen gut leben und sieht hier die Chancen für die künftige Generation, für die eigenen Kinder und für die eigenen Enkel. Sicherlich, und Bauer Klepsch als zuständige Ministerin wird sich das wahrscheinlich noch mehr wünschen, es können durchaus noch ein paar Kinder mehr sein, aber dafür haben wir auch versucht, unsere Politik immer auf die Familien auch im Freistaat Sachsen auszurichten, um eben den Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat Sachsen eben es zu ermöglichen, Familie und Beruf und Ehrenamt in Einklang zu bringen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sachsen verliert seit wenigen Jahren immer weniger an Bürgern. Dazu trägt aber auch bei, dass immer mehr Bürger nach Sachsen kommen. Seit 2011 ist das so. Und 2015 zum Beispiel waren es 45.000 Menschen, die mehr nach Sachsen gekommen sind, als unser Land verlassen haben. Um es mal umzurechnen, Herr Oberbürgermeister Buchholz, das ist dreimal so viel wie die Stadt Löbau. Und wir haben auch dazu beigetragen mit unserer Politik, zuerst mit der Wirtschaftspolitik. Sie war und ist für einen sächsischen Ministerpräsidenten Chefsache. Seit 1990 sind die Unternehmen im Freistaat Sachsen nicht nur unternehmerisch tätig, sondern sie wissen um die Hilfe und um die Stützung, die sie durch die sächsische Staatsregierung erfahren. Wir kümmern uns um die Anliegen der Unternehmen, weil wir wissen, sie schaffen die Arbeitsplätze, sie zahlen die Steuern und sie unterstützen unsere Vereine und Verbände in den Städten und Dörfern unseres Landes. Da sage ich nochmal an dieser Stelle, wir haben zwar besonders auch die Wirtschaft und uns mit den Fragen der Wirtschaft auf dem letzten Landesparteitag beschäftigt. Aber ich will auch an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank allen Unternehmerinnen und Unternehmern sagen, die mit ihrer Arbeit und mit ihren Mitarbeitern so unser Land, unseren Freistaat Sachsen voranbringen. Bei uns findet die Wirtschaft eine schnelle Verwaltung, die ihren Beitrag für eine erfolgreiche Entwicklung, für eine erfolgreiche Ansiedlung oder auch Erweiterung leistet. Aber liebe Freunde, ich höre auch die Kritik im Land. Damit das nämlich so bleibt, müssen wir selbstgemachte Bürokratie und selbstgemachte Standards nicht nur zurückdrängen, sondern wir müssen den Unternehmen noch mehr Freiheiten belassen, als das heute schon der Fall ist. Die Wirtschaft findet bei uns gut ausgebildete Fachkräfte, aber das soll auch so bleiben. Und deswegen ist auch für mich eines klar:
Es braucht nicht immer ein Abitur, um ein guter Facharbeiter zu sein. Es geht oft um gutes Handwerk und nicht um die Akademisierung. Unsere Oberschulen sind ein Garant dafür, dass die Unternehmen in diesem Lande gut ausgebildete Schüler bekommen, die zu hervorragenden Facharbeitern ausgebildet werden. Und das soll auch so bleiben. Und Unternehmen finden in unserem Land ein einzigartiges Innovationsnetzwerk. Mit unseren Hochschulen und den zahlreichen Forschungseinrichtungen bieten wir der Wirtschaft beste Partner, um den Vorsprung im Wettbewerb zu behalten. Ein Beispiel dafür ist das junge Fraunhofer Kunststoffzentrum Oberlausitz hier im Landkreis, das vor einem Jahr eröffnet wurde. Übrigens auch eines der vielen Projekte, wo Michael Kretschmer für uns Sachsen eben dafür gesorgt hat, dass der Bund und letztendlich auch die Fraunhofer Gesellschaft sich zu dieser Entscheidung auch durchringt. Liebe Freunde, ja, danke dafür, Michael. Ob Leichtbau oder 5G, ob AIDS oder Krebsforschung, ob Biotechnologie oder Maschinenbau. Sachsen spielt in der ersten Liga der Forschung mit. Nicht nur die Exzellenzinitiativen der Vergangenheit, sondern auch die erfolgreiche Teilnahme an der jetzigen Exzellenzinitiative, an dem Überspringen der ersten Hürde, unterstreicht das nochmal. Das, liebe Freunde, ist ein attraktives Umfeld für Unternehmen, was es so in Deutschland nicht allzu oft nochmals gibt. Als ich 2008 Ministerpräsident wurde, gehörte zu meinen ersten Aufgaben, mit der Insolvenz von Qimonda umzugehen. Damals gab es viele, die darauf wetteten, dass der Chipstandort Dresden keine Zukunft hat. Heute, liebe Freunde, 10 Jahre später, sind wir die europäische Chipschmiede mit Förderung aus Berlin, aus Brüssel. Wir sind heute eine Größe bei Silicon Germany. Und Bosch hat sich unlängst für eine Großinvestition für Sachsen, nicht für Asien und nicht für die Vereinigten Staaten entschieden. Und selbst unser Wirtschaftsminister hat eine solche Investition nicht für möglich gehalten. Und mit den Hubs in Dresden und in Leipzig, einer vitalen Start-up-Szene, haben wir die Chance beim Schopfe gepackt. Liebe Freunde, Sachsen hat das Zeug, zu einem der wichtigsten und bedeutendsten Innovationsstandorte nicht nur Deutschlands, sondern in der Europäischen Union zu werden. Daran weiterzuarbeiten, lohnt sich allemal. Liebe Freunde, ich war sehr oft im Lande unterwegs, habe immer wieder auch den wachsenden Mittelstand nicht nur treffen und besuchen können, sondern mich davon überzeugen können, wie innovativ unser Mittelstand ist. Ob hier in der Nachbarschaft bei Borbet oder bei Meyer-Burger in Hohenstein-Arnstal, ob bei Corteza in Mittweida, wo man es dieses Jahr geschafft hat, einen Riesenauftrag von Boeing erstmals an Land zu ziehen. Und was immer so nach nüchternen Wirtschaftsdaten und auch Wirtschaftszeilen klingt, liebe Freunde, dahinter stehen Biografien von erfolgreichen Unternehmern und erfolgreichen Mitarbeitern. Und seit 2008 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Sachsen um immerhin 140.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote im Erzgebirge nähert sich dem Wert der Vollbeschäftigung. Auch hier im Landkreis Görlitz liegen wir mit einer Arbeitslosigkeit manchmal sogar unter dem Durchschnitt einiger westdeutscher Regionen. Es war immer mein, aber auch unser Ziel und letztendlich auch die Triebkraft aller Anstrengungen, Arbeit zu schaffen und Arbeit zu sichern. Und dass das nicht leicht ist, das zeigt uns auch wiederum ein Blick in diese Region. Ich kann es so nochmals auch von dieser Stelle aus sagen. Liebe Mitarbeiter von Siemens, von Bombardier in Bautzen, in Görlitz und in Leipzig, wir, die Mitglieder der Sächsischen Union, diejenigen, die in der sächsischen Staatsregierung auch die Verantwortung tragen, wir stehen an eurer Seite. Wir werden es nicht zulassen, dass Konzerne, ob aus dem fernen Quebec oder aus dem näheren München, eben euch nicht nur die Arbeitsplätze nehmen, sondern die Zukunftschance dieser Region damit berauben. Das lassen wir nicht zu. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, was das mit einer Verantwortung eines DAX-Unternehmens zu tun hat. Wenn man ein Schließungskonzept
ein Standortekonzept vorschlägt, wo 6.900 Arbeitsplätze abgebaut werden und die Arbeitsplätze da abgebaut werden, an den Standorten, die mit großer Wahrscheinlichkeit mit zu den wettbewerbsfähigsten gehören, aber wo die Abfindungszahlungen die geringsten sind. In Görlitz und in Leipzig sind sie deutlich geringer wie in Mülheim an der Ruhr oder in Berlin. Und das ist die einzige Grundlage für eine solche Entscheidung. Das ist für uns als Politik nicht akzeptabel. Ich war letzte Woche zur Barbara-Feier in Cottbus. Es war schön, dass man Brandenburg und Sachsen gelobt hat, weil es geht nicht um allein die Braunkohle. Liebe Freunde, es geht um Arbeitsplätze. Es geht um die Zukunftschance der Region für die Lausitz und um eine vernünftige Energiepolitik in Deutschland. Und es geht auch darum, dass wenn wir darüber diskutieren, ob nun die Sozialministerin, wenn es darum geht, die Versorgung mit Landärzten in der Lausitz zu sichern, oder wenn der Kultusminister darum ringt, junge Absolventen der Universität für einen Lehrerberuf in der Lausitz zu gewinnen, dann kann es nicht sein, dass uns urplötzlich Siemens und Bombardier-Mitarbeiter entgegenkommen. Weil dann finden wir auch keinen Lehrer und dann finden wir auch keinen Arzt, der in diese Region geht. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das, was bei Jamaika über die Kohle verhandelt worden ist, kann ich heute nur sagen, seien wir froh, dass die Entscheidungen zur Kapazitätsbegrenzung oder zur Reduzierung der Laufzeit von Kraftwerksblöcken der Vergangenheit angehört. Aber auch bei den nächsten Gesprächen müssen wir darauf achten, jetzt mit den Sozialdemokraten, dass es eben um eine Strukturentwicklung zuerst in dieser Region geht, bevor wir andere Entscheidungen treffen. Wir wissen, dass die Kohle nicht die einzige Perspektive für die Lausitz ist, aber wir werden noch Jahrzehnte brauchen. Einerseits die Kohle für eine gelingende Energiewende, aber wir werden auch noch Jahre brauchen, um einen solchen Strukturwandel weg von einer Energieregion zu einer breiten, gemixten Industrieregion letztendlich ermöglicht haben. Liebe Freunde, sich um die Heimat kümmern, sich darum zu kümmern, dass die Lebenschancen überall im Land ermöglicht werden, das war und ist ein Herzensanliegen der Sächsischen Union. Dabei geht es um Arbeit, es geht um Sicherheit, es geht um medizinische Versorgung, es geht um kulturelle Angebote, nicht nur in den Ballungszentren, sondern überall im Land. Und dazu haben wir uns alle, dazu fühle ich mich auch verpflichtet. Und deshalb haben wir viel Kraft für die Gewinnung von Landärzten aufgewandt. Wir haben die Kulturräume gestärkt. Wir haben das Schulmoratorium, danke dir Frank Kupfer dafür, beschlossen. Und nun setzen wir alles daran, für unser ausgezeichnetes Bildungssystem genug junge, neue Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen. Immerhin, liebe Freunde, haben wir seit 2012 12.000 neue junge Menschen als Lehrer in Sachsen eingestellt. Immerhin 12.000 in den letzten 5 Jahren. Aber wir alle merken, da brauchen wir noch mehr und da müssen wir noch attraktiver werden. Und das ist ein Teil, wo wir eigene Entscheidungen korrigieren müssen. Dazu stehe ich, genauso wie zur Neuausrichtung in der Personalpolitik für Polizei und Justiz. Das Land zu gestalten und zu verwalten, das fand ich immer, das gehört beides dazu. Und beides habe ich gern gemacht, gemeinsam mit unserer kommunalen Ebene. Und an dieser Stelle will ich mich mal selbst zitieren. Ich habe mal bei einer Versammlung des Landkreistages gesagt, für ein starkes Sachsen braucht es starke Kommunen. Und deshalb danke ich stellvertretend für die gesamte kommunale Familie Dr. Tassilo Lenk und Frank Vogel als Präsidenten des Sächsischen Landkreistages und Christian Schramm und Stefan Skora als Präsidenten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, stellvertretend eben für alle haupt- und ehrenamtliche kommunalpolitische, die mit uns gemeinsam die Verantwortung für dieses Land getragen haben. Herzlichen Dank. Und wir waren dabei erfolgreich. Und eines der, ich glaube, herausragendsten Projekte dabei ist das Projekt Brücken in die Zukunft. Zum ersten Mal
haben Kommunen genauso wie das Land über Jahre hinweg eine feste Größe, 800 Millionen Euro sind es reichlich, die zur Verfügung stehen, um zusätzlich neben den klassischen Haushaltsmitteln eben Aufgaben in der Kommunalpolitik anzunehmen, zu erledigen und damit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir uns von der Zuversicht, nämlich dieser Erfolge, aber auch von den vielen Veränderungen, die wir seit der Friedlichen Revolution haben meistern müssen, die Zuversicht, die uns von außen erreicht, aber die auch aus dem Lande selbst kommt, anstecken und mitreißen. Nicht im überheblichen Sinne, nicht mit einem platten Stolz, sondern auf motivierende Art und Weise. Es muss uns nochmals gelingen, wie 1989/90 gemeinsam mit den Sachsen einen Aufbruch zu schaffen. Wir haben ein Potenzial in diesem Land, da sind die Menschen, wir sind in der Lage, vieles und Großartiges zu schaffen, das haben die letzten 27 Jahre bewiesen. In einem Artikel einer Tageszeitung mit der schönen Überschrift, wo das Glück zu Hause ist, wurden drei Dinge genannt, die die Länder der Welt mit dem höchsten Glückgefühl gemeinsam haben. Ein Gefühl von Geborgenheit, von Lebenssinn und von Lebensfreude. Ich würde mich freuen, wenn nach einer schwierigen Zeit für unseren Freistaat Sachsen nicht nur ein erfolgreiches, sondern auch ein glückliches Land ist und wir das nach innen und nach außen auch zeigen können. Dabei kann ein Neuanfang an der Spitze des Landes und an unserer Partei eben auch helfen. Aber allein mit dem Wechsel an der Spitze ist es nicht getan. Wenn wir bessere Zeiten für Sachsen und auch bessere Zeiten wieder für die Sächsische Union wollen, in denen wir an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen, dann müssen wir alle gemeinsam, aber vor allem geschlossen, uns mehr anstrengen. Der Erfolg, und diese Stelle ist mir besonders wichtig, der Erfolg der Sächsischen Union ist kein Ein-Mann-Stück oder wie es neudeutsch heißt, keine One-Man-Show, bei dem sich der Landesvorsitzende und Ministerpräsident auf der Bühne abstrampelt und die anderen im Zuschauerraum sitzen. Nein, das ist es eben nicht. Und deshalb ist es mein Wunsch für unsere Partei wie für das Land. Lassen wir uns von diesem heutigen Neubeginn, von diesem Landesparteitag anstecken und mitreißen. Packen wir ab heute noch tatkräftiger mit an, wenn es darum geht, das Land, den Freistaat Sachsen voranzubringen. Ich habe in den letzten Jahren versucht, meinen Beitrag zu leisten und auch in der jetzigen Phase. Ich bin mir sicher, Michael Kretschmer wird seinen großen Beitrag dazu leisten können. Ich bitte Sie und euch, unterstützen wir ihn alle gemeinsam, geschlossen, alle für einen, nämlich für Michael Kretschmer. Und beginnen wir heute damit. Ja, alle für einen und nicht einer für alle. Das ist die wichtige Botschaft. Und beginnen wir heute damit, indem wir ihn mit einem guten Ergebnis zum neuen Landesvorsitzenden wählen. Ich möchte mich bei Ihnen allen herzlich bedanken für das Vertrauen, das Sie mir in den letzten Jahren haben zukommen lassen. Ein ganzes Jahrzehnt war es. Es war ein schönes Jahrzehnt, der Sächsischen Union dienen zu dürfen und dem Freistaat Sachsen. Gott schütze Sachsen und alle Menschen, die in diesem Lande leben. Herzlichen Dank.